Silvio Berlusconi tritt bei der Europawahl im Mai 2019 an. Aus Verantwortungsbewusstsein habe ich mich in meinem reifen Alter entschieden, nach Europa zurückzugehen, dem eine tiefgreifende Vision für die Welt fehlt, sagte der 82-Jährige am Donnerstag vor Anhängern auf Sardinien. Als Spitzenkandidat der Forza Italia ist ihm die Wahl ins Europaparlament sicher. Der ehemalige italienische Ministerpräsident und Medienmogul Berlusconi ist wegen Steuerbetrugs 2013 verurteilt worden und durfte lange kein öffentliches Amt bekleiden. Das Verbot der politischen Betätigung des skandalbehafteten Politikers wurde im Mai 2018 aufgehoben. 2 Monate nach der Parlamentswahl war der Berlusconis Partei Forza Italia erstmals im rechten Lager schlechter Abschnitt als die Lega von Innenminister Matteo Salvini. Über die derzeitige italienische Regierung sagte Berlusconi, die Koalition der Lega mit der populistischen Fünf-Sterne-Partei sei unnatürlich und werde nicht lange halten.